Oh, Scheiße. Ach. Ja, ich müsste dann praktisch nochmal den nächsten mir schnappen. Puh. Ja, es ist machbar, denke ich. Doch, 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 doch. Notfalls hole ich mir gleich den Dauer-P-Typen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die Mühe mache, die immer einzusammeln. Ah! Fuck. Okay. Das war wieder der Übermut. Ja. Sollte ich nicht tun. Sollte ich nicht tun. Okay. Rap-dap-dap-dap-dam. Zumindest warten, bis der die alle abgegrast hat. Das haben wir jetzt. Und dann gehen wir weiter. So, da ist der Lucky Tool. Oh, fuck. Ich hab's irgendwie kommen sehen, dass ich da gerade zerquetscht werde. Übrigens, das kann ich mal erwähnen, weil das ist immer schön zu hören. Der HSV hat gestern verkackt. 3-0 gegen St. Pauli. Richtig schön. Das sind so Erlebnisse, die das Leben wieder richtig fröhlich machen. Weil das hat mich auch sehr für Pauli gefreut, weil die gerade eigentlich nicht so den guten Lauf hatten. Ich hab gedacht, ah, wäre aber schön, wenn sie jetzt gegen Hamburg so einen kleinen Befreiungsschlag landen. Und es hat geklappt. Sehr gut. Und, ja. Werder spielt heute gegen Mainz. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Man weiß es nicht. Könnte interessant werden, jedenfalls. Ich lasse den einfach mal, wo er ist. Und ich gehe jetzt an die Stelle, wo ich dann gleich definitiv die brauche. Hier zum Beispiel. Das war doch gut. Sehr gut. So. Und jetzt muss ich ja noch versuchen, mit dem hinzukommen. Ah, ist doch zu weit weg, ne? Scheiße. Komm her, komm her. Sehr gut, ich hab die nächste. So, wo ist es jetzt? Da. Okay. Aha. Aha, interessant. Hätte anscheinend nochmal ein paar Lebende und die geben, vielleicht auch nur das eine, weiß ich nicht. Jedenfalls haben wir das Level geschafft und alle drei Münzen ergattert. Okay, dann gibt es jetzt noch ein einziges Level und ein Pilzhäuschen. Das nehmen wir nochmal hier mit. Oh Gott, ich hab schon... Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt fröhlich sein soll oder nicht beim letzten Häuschen. Okay. Ja, ist klar. Oh, die beiden kann ich auch nicht merken. Gott. Nee, jetzt ist vorbei, glaube ich. Also ich habe eine Tendenz, aber ich glaube, es ist falsch. Also einmal der. Und der. Nee. Arschloch. Naja, immerhin den Propellerpilz nochmal gekriegt. Den haben wir schon mal ausprobiert, ne? Ja, ja. So. Schöne Items im Inventar. Und das letzte Level machen wir dennoch mit Feuer Mario. Mal gucken. Oder kommt dann damit noch ein letztes Mysterium der Morgensternfestung? Ach, geil. Es natürlich kommt noch mal ein Bowser. Was habe ich denn erwartet? Ah. Okay, es wird anscheinend noch mal einen Boss geben. Eisblumen will ich nicht. Ich will die Feuerblume behalten. Glaube ich. Aha. Darf ich da durchspringen? Nee. Ah, ich muss da durchlaufen. So, okay. Das ist die große Frage. Wo finde ich denn jetzt hier gleich die ganzen Münzen? Bisher hält es ja noch alles in Grenzen hier, aber... Ha. Da ist die erste. Ja, das ließ sich gerade jetzt nicht mehr vermeiden.
Das sah so prädestiniert dafür aus. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich da denn? Moment. Unten lang? Dann muss da oben ein richtig geiles Item drin sein. Was anderes können wir gerade nicht erklären. Was wird denn das, wenn das fertig ist? Okay, ja. Schon, ja. Was? Ist das ein Stern? Aha. Schon mal sagen. Was soll ich sonst machen? Okay, wir haben das gekriegt. Sehr gut. Komm ich nicht ran. Ist er nicht. So, aber. Okay. Bisher alles in Ordnung, würde ich sagen. Ah, da oben komme ich jetzt nicht so ran. Oh. Na gut, aber immerhin. Bis hierhin kann ich mit allem... Eigentlich bin ich gesprungen, dachte ich. Also bis dahin kam ich klar. Ja, ist anspruchsvoll, aber machbar. Mal, ja, doch, machbar ist es. Die Frage ist halt, kommt Bowser halt nochmal als Boss? Also ich könnte es mir vorstellen. Und das wäre eigentlich auch ganz cool. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also der Endkampf gegen Bowser, den fand ich jetzt schon reichlich simpel. Den fand ich schon reichlich simpel. So, ich warte mal hier. Weg damit. Den hätte ich gerne wieder. Ah, ist ja so klar. Fuck. Ah, ich hätte nach links springen müssen. Hui, da war ich mir jetzt auch gerade nicht so ganz sicher. Anscheinend bin ich aber erstmal echt sehr glücklich durchgekommen, kann das sein? Also, ja, es ist nicht schwer. Aber auch nicht leicht. Guter Schwierigkeitsgrad. Einigen wir uns da drauf. So. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich bei den Ketten nicht durchspringen darf. Das wäre zu simpel. Achso, da brauche ich... Ja, ich brauche mich da nicht mal ducken, habe ich gerade festgestellt. Das reicht, wenn ich da einfach stehe. Beziehungsweise, ja, stehe schon, aber ich muss halt weglaufen, dass das schon... Okay, 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 okay. 18 Leben. Concentration. Tipp, 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 tipp. Okay. Sehr gut. Okay. Was ist das? Eine Blume, ne? Ah, ne, oh, ist gar keine Blume. Scheiße. Das ist genau der gleiche, dem ich letztes Mal auch verfallen bin. So, jetzt kommt... Ach so, ach, jetzt bin ich auch noch klein. Scheiße. Moment, ich sehe gerade was. Ich kann ja eigentlich hier hin. Ja, das ist gar nicht so wild. Okay. Ich dachte, ich komme da gar nicht lang. Komme ich aber. Ja, das wird nicht zeitlich nicht reichen. Doch, ich kann leben. Sehr schön. Zählt das noch weiter? Ja! War da gerade noch ein Block? Nee, schade. Okay. So.
Sehr gut. Läuft. Nee, der war nicht so gut. Ich muss unter durch. Okay. Da muss ich schon aufpassen. Oh. Okay. Bis hierhin, soweit so gut. Arschloch. Ich bin doch gesprungen! Was soll denn das? Ich hab, ohne Scheiße, ich hab den B-Knopf gedrückt und er wollte wieder nicht. Aber so weit sind wir noch nie gekommen. Okay. Ist echt ein interessantes Level. Es gefällt mir. Mach ich gern. Das ist schon ganz cool. Zack. Plop. Ja, die sind am nervigsten, sag ich mal, diese kleinen, ja. Das sind ja keine, das sind ja keine Schildkröten. Was sind das denn überhaupt? Das sind ja auch eine Art Kröte, ist das schon, ne? Stachelschildkröten? Ich weiß es nicht, wie man die genannt. Ich weiß nicht, die ganzen Fachbegriffe, okay. Die sind keine normalen Knochentrocken. Das sind ja die Koopas in Skelettform. Das ist irgendeine andere Art. Okay, das war, glaube ich, gar nicht so gewollt, wie ich das jetzt gemacht habe, aber ist in Ordnung. Wieso? Ich bin schnell gelaufen. Wahrscheinlich starte ich schon zu lange auf dem Klotz. Okay. Na gut, na gut. Okay. Lopp. So. So, hier muss wieder ein bisschen hüpfen, hüpf. Ach, ich habe nicht aufgepasst. Da ist er wieder nicht. Anscheinend muss ich schon eine gewisse Art von Schwung haben, damit ich da drüber laufen kann. Ja, gut, okay. Ja, let's go. Ich könnte mir natürlich gleich mal einen Pilz nehmen, wobei das bringt auch nicht so wahnsinnig viel. Ich kriege ja am Anfang direkt hier einen Pilz. Und manchmal ist das hier sogar als kleiner Mario einfacher. Okay, ich hätte auch direkt runter. Ja, hätte ich auch können. Ist egal. Okay. Okay. Da ist nichts drin, wie wir jetzt wissen. Kann ich also da stehen lassen, den Block. So. So. Ja. War wohl meine Schuld. Aber irgendwie kam mir das nicht so vor. Ja, okay. Ja gut, jetzt werden wir doch wieder ein bisschen unkonzentriert. Dabei haben wir gerade mal die Hälfte gesehen, denke ich mal. Also, wir haben ja schon die zweite Münze gekriegt. Und habe ich die dritte schon gesehen gehabt? Nee, ne? Oder doch? Ich weiß es gerade nicht. Bin verwirrt. Gucken wir einfach mal, was da noch so kommen wird. Okay. Das hier kann man tatsächlich ein bisschen abkürzen. Sehr schön. Geh weg. So. Ah, da warte ich lieber. Da halte ich das so für die bessere Variante. Einmal so, dann wieder zurück. Und runter durch, genau. Und dann hier runter. Schon. Das ist wieder diese Stelle, die ich diesmal aber gemeistert habe, irgendwie. So, hier ist die zweite Münze. Das ist natürlich jetzt mit dem großen Mario nicht ganz so einfach. Aber ich denke auch machbar. Ich muss mich nur ducken da unten. Ja, genau. So, dann haben wir jetzt einen Stern. Okay. Jetzt holen wir uns noch ein Leben, schaffen wir, glaube ich, noch. Aber sogar zwei. Sehr gut. War doch okay.
Du musst halt hier echt viel hüpfen, ne? Ja, komm, wenn sie mir das schon anbieten. Müssen wir die halt nehmen, ne? Oh, war das gefährlich. Aber ich hab's geschafft. So. Okay, aber wir sind doch groß. Upsala. Okay. Aha, hier ducken. Ist klar. Tot. Okay, wie hätte ich... Das ist... Ich als kleiner Mario hingemusst. Okay, aber das ist die letzte Münze. Das ist die letzte Münze. Okay. Aber auch machbar. Wenn man erstmal einmal das gesehen hat und weiß, wie es funktioniert, dann denke ich, man kriegt man das auch besser hin. Ach, scheiße. Das war jetzt das doofe Timing wieder. Kriege ich hier... Halala, halala. Oh. Scheiße. Ja, in dem Moment, als ich in der im Landeanflug war, wusste ich, da war wieder diese doofe Stelle. Und diesmal konnte ich nichts dagegen tun, weil ich schon klein war. Ja, schade. Aber gut. Plopp. Achso, der hätte ich runterspringen können. Ja, habe ich vergessen. So. Ah, da traue ich mich nicht, runter durchzuspringen. Nicht mal nach dem Versuch. Mittlerweile hat man ja auch schon ein bisschen seinen Rhythmus hier gefunden, wie man das am besten macht. Diesmal habe ich den auch erwischt, sehr gut. Also nicht erwischt, so rum. Ich bin ihm ausgewichen, das wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen. Okay. So, diese Stelle ist auch machbar. Oh, das war gefährlich, aber in Ordnung. Ich habe was vergessen. Ja, kriegen wir schon hin. So. Ich kann gerade nicht springen. Ich weiß nicht warum. Hallo? Danke. Ja, war doof. Irgendwie, weiß ich nicht. Der wollte gerade nicht so wirklich springen, wie ich will. Liegt das am Controller? Ich hoffe nicht. Dass es jetzt Standard wird hier. Gut. Ja, da bin ich ja vorhin einfach durchgehüpft hier, aber das war jetzt, ja, diesmal nicht ganz so riskant. Scheiße, 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 scheiße. Gut. Ja, so ein Stern bringt mir hier nichts, den brauche ich nicht einsammeln. Und, ja, also hier helfen mir tatsächlich keine Items was. Hier muss ich einfach ein bisschen vorsichtig durchkommen und gut ist. Weil selbst wenn ich diese Eisblume habe, ja okay, ich kann die kleinen Viecher damit einfrieren. Aber dann stehen sie mir halt hinterher im Weg rum. Also dann, ja, so richtig gut ist es dann auch nicht. Oh nein. Das war auch nicht so gut.
Jetzt habe ich es mal für gewagt, weil ich eh schon klein war. Okay. Ja, okay, da war ich. Ja, jetzt war ich nämlich komplett aus dem Rhythmus und hatte das nicht mehr drin, wie ich das sonst gemacht habe. Deswegen lieber die altbekannte Methode. Da habe ich mir jetzt schon so angewöhnt, wie ich so da durchgehe. Aber auch hier trifft wieder zu, die Münzen sind human versteckt. Also zumindest in der Sternenwelt. Also hier kriegen wir auch wieder alle drei auf Anhieb, wie es aussieht. Dann, wir haben ja eigentlich alle schon gesehen. Die sind ja auch offensichtlich da. Nur halt ist die dritte ja ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also sie ist auch nicht wahnsinnig schwer, aber also denke ich mal. Ich denke, das kriegen wir schon gleich irgendwie hin. So. Ah, das war gefährlich. Und da, ich wollte eigentlich ausweichen, hat nicht ganz geklappt. Habt ihr vielleicht gesehen. So, jetzt ist es Zeit, mal wieder drei Leben abzustauben. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt auch. Das sieht schon geil aus mit den drei Morgensternen, ne? Hat was, finde ich. So. Das war mal ein perfekter Sprung, der noch funktioniert. Ein Leben. So, wenn wir gut sind, gibt es noch zwei dazu. So. Drei Leben gekriegt. So, jetzt können wir uns noch mal einen Pilz holen. Wenn der da mal weggehen würde. Danke. So. Pilz ist nämlich jetzt nicht verkehrt. Okay. Gut. Und hier warten wir jetzt einfach noch mal. Wenn wir mittig springen, passiert uns nichts. Gut. Okay. Jetzt wird es gleich wieder ein bisschen anspruchsvoller. Das wollte ich eigentlich gar nicht so machen. So, wir gehen ihm hinterher, habe ich jetzt, ne? Das war jetzt genau falsch. Ja, das war so doof. Das war so doof. Ich hätte unter ihm durchhüpfen müssen und nicht hinterher. Also, wenn er oben ist, muss ich losrennen. Oh, wie doof. Wie doof, wie doof, wie doof. Okay, an dem letzten Level hängen wir jetzt dann doch wieder ein bisschen fest. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Dafür sind wir heute wirklich gut durchgekommen, finde ich. Dann dürfen wir am letzten Level auch mal ein bisschen hängen. Was heißt hängen? Also ich weiß ja, wie es weitergeht. Es ist halt nur so, dass man ein bisschen aufpassen muss. Und nicht zu viele Fehler. Und das kann ich halt gut. Also Fehler machen kann ich gut. Okay, ich komme hinterher. Ich komme hinterher. Also unter Durchrennen finde ich irgendwie immer die bessere Lösung. Oder in den Abgrund springen ist auch eine Lösung. Ich habe anscheinend den Block verpasst. War nicht zu übersehen. Ne? Let's go! Aber ich habe so den Eindruck, dass jetzt hier, glaube ich, kein großer Bossgegner kommt. Wir haben ja zum Schluss eine Röhre gesehen. Wenn jetzt hier noch ein Bowser kommen würde, glaube ich, dann wäre da eher eine rote Tür gewesen. Oder das kommt auch im nächsten Raum dann. Das kann natürlich auch sein. Das macht auf mich jetzt nicht den Eindruck, als würde jetzt gleich noch Bowser hier auftauchen. Auch wenn ich es cool finden würde. Weil ich, war das nicht im Wii-Teil auch so, dass zum Schluss nochmal Bowser kam? Ich meine, ja. Eigentlich muss es doch hier auch, ne? Eigentlich schon. Mal so ein großer, epischer Kampf, der nicht so... Ach Mann! Wieso? Der nicht so einfach abzuschütteln war. Also der erste Bowser war echt simpel. Den habe ich doch im zweiten Anlauf, meine ich, geschafft. Gucken wir einfach mal. Da kommt bestimmt noch was. So. Aber erst einmal ist das achte Level zu erledigen. Ups. Und ehe wir das nicht geschafft haben, brauchen wir auch nicht spekulieren. Also der Anfang ist okay hier alles, ne? Das kriegen wir mittlerweile alles blind im Schlaf hin. Und, ja, passt schon.
Das ist halt ein bisschen doof, ne, mit dem... Diesmal hat's wieder geklappt. Ich verstehe nicht, womit das zusammenhängt, dass das manchmal funktioniert und manchmal nicht. Der... So, komm jetzt hier. Wir wollen das schaffen. Eigentlich möchte ich... Nee, will ich jetzt nochmal eine neue Aufnahmesession machen? Eigentlich nicht, ne? Ich meine, gut, wenn es gleich zu lang wird, mache ich das. Dann haben wir zum Schluss nur noch einen Part oder so. Einen ganz kurzen. Ich weiß es nicht. Also schneiden möchte ich jetzt das Finale hier eigentlich nicht. Also zumindest noch nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir das hinkriegen. Es macht auch immer noch Spaß. Bisschen, ja, bisschen Wehmütigkeit ist dabei. Ja, bald ist Mario vorbei. Aber... Ich glaube, wir kriegen das schon. Ach! Ja, das ist definitiv jetzt gerade meine Schuld gewesen. Okay. Also ich kann euch schon mal sagen, es ist ein Riesensprung von diesem Projekt zum nächsten Projekt. Mental und überhaupt vom ganzen Setting her, vom Genre her, ist es alles anders. Das ist eigentlich genau der Gegensatz. Und deswegen bin ich froh, solange ich hier noch ein bisschen fröhlich spielen kann. Aber ich bin auch neugierig auf den nächsten Teil. Nicht nächsten Teil, das nächste Spiel. Es ist ein Blind-Projekt, ja. So. Okay. Über. Concentration. Das ist. Ich bin über zwei Blöcke gelaufen. Da muss das doch klappen mit der Lücke. Normalerweise kann man über so eine Lücke rüberlaufen. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach gesehen, dass das geht. Und ich will da eigentlich nicht springen. Dann verliere ich hier wieder den Mario. Wieso klappt das jetzt nicht mehr? Hat doch vorhin die ganze Zeit geklappt. Unglaublich. So. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich habe jetzt eigentlich schon alles gesagt. Da kann ich ja auch drüber laufen, wie man sieht. Ja, dann springe ich halt. Das passiert dabei, wenn ich dann springe. Das will ich eigentlich vermeiden. Kann man verstehen, ne? Da! Es geht nicht mehr! Wieso geht das nicht mehr? Ach man, ich finde jetzt ein Leben nach dem anderen. Ich will kein Game Over Bildschirm. Ich nehme gleich hier den P-Switch. Den Super P-Ding. Guckt da alle doof. So. Okay. Zack. Das ist doch nicht so wild, die Stelle hier eigentlich. Vor allem, ich habe die vorhin ein paar Mal anstandslos geschafft. Es geht doch wieder. Ja, das ist toll. Ja, okay, immerhin bin ich wieder bis hier. Irgendwie so mehr Glück als Verstand gerade, aber okay. Versuchen wir jetzt, wenigstens das hinzukriegen. Gerne ein paar Leben einsammeln. Vielleicht kriegen wir noch zwei dazu. So. So. Ja, ich bin gerade ein bisschen konzentrierter. Nein! Oh Gott, ich habe es nicht gemerkt, dass er wieder aufsteht. Nee, da warte ich lieber, bis es vorbei ist. So, und auch hier. Vorsichtig. Oh Gott, ja, super. War nicht ganz mittig. Gut, aber wie gesagt, gleich ist es an der einen Stelle vielleicht nicht unbedingt
schlechter, wenn man klein ist. Hier. Na gut, hier geht's noch. Oh, das ist gefährlich. So, aufpassen jetzt.